Ich hätte aber beinahe mein Zimmer abgefackelt. Was? Ja, mach nicht das Licht an, auf gar keinen Fall. Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Anfängt zu brennen, ja, ne? Ja. Das ist komplett geschmolzen. Oh. Shit, Alter. Und das innerhalb von so 2-3 Sekunden. Hallo, Freunde. Hallo. Falle. Wieso? Hast du meinen Namen vergessen? Das hört sich so an, als hättest du kurz überlegt nach dem Hai. Oh Gott, bist du krank? Immer noch. Was hast du denn? Husten. Du hast die immer. Ja, ja, leg mal einen zur Seite. Ich kann jetzt keinen Bonbon mümmeln. Sonst gibt's Ärger, Alter. Okay. Das ist nicht. Ja, von den Zuschauern. Du kannst doch nicht immer so mit vollem Mund essen. Das geht also generell nicht. Du musst jetzt noch ein Gameplay Fortnite aufnehmen. Was musst du? Fortnite Gameplay schnell machen. Ja, ja, gönn dir. Ich werde erstmal. Ich muss mich allerdings tatsächlich ein bisschen beeilen. Ich bin jetzt, wenn ihr dieses Video gerade seht, bin ich in Hamburg. Und ich muss noch ein bisschen was fürs Wochenende tun. Hamburg. Ernsthaft? Ja. Dieses Wochenende? Jetzt gleich. Also heute Nachmittag. In 3 Stunden fahre ich los. Ernsthaft? Ja. Ja, ich fahre morgen früh. Alter, können wir ja geil Zeit in Hamburg machen. Ja, Buddy-Tag in Hamburg, Alter. Geil, das wird eine verrückte Zeit. Zeig mal deinen Kiez und so, Digga. Ja, aber was machst du in Hamburg? Ich gehe auf ein Konzert. Alter, geil. Und da bin ich noch bei Rocket Beans Pokern. Ah, Alter, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Da weiß wieder der Revi, der weiß, wie man zu leben hat. Ja, vielleicht komme ich auch mal vorbei. Ja, gerne. Und guck eine Runde zu, aber ich bin eigentlich bei meiner Family. Ja, meine Damen und Herren, alles ein bisschen chaotisch. Wir haben jetzt gerade Freitag, wenn ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich Sonntag. Ich muss jetzt noch fürs Wochenende die ganzen Videos vorbereiten. Was? Hast du gerade was gesagt? Okay. Ich dachte, ich wollte am heutigen Tag euch auch einfach mal ein Status-Update geben. Da ist sie. Die Wand, meine Damen und Herren. Sieht echt gleichmäßig aus. Scheiße! Oh, ich bin so... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. Ich habe das Licht angemacht. Und sofort hat das da oben geraucht. Oh nein, das ist das, was ich eigentlich verhindern wollte. Alter. Seht ihr das? Das hat sich komplett... Ey, ich habe das gerade noch im richtigen Moment gemacht. Weil das ist nicht aufgerissen oder so, sondern es war direkt die Wärme von der Lampe. Sieht echt gleichmäßig aus. Scheiße! Ist es noch heiß? Nee. Alter Schwede, das hat 2-3 Sekunden... Hallo? Izzy! Hi! Was geht denn hier ab? Ich hab gestrichen, also du hast vielleicht einiges verpasst in letzter Zeit. Ich hätte gerade fast meine Bude abgefackelt. Sieht aus, als wäre ein Punker hier eingezogen. Ja, okay, die eine Wand, das wird noch überstrichen. Aber man sieht das auch gar nicht mehr. Siehst du hier an der Seite irgendwas Komisches, was dir auffällt? Irgendwo hier? Ja, ist doch plötzlich ganz blau. Ja, ja, das mit dem Blau, aber du siehst, man sieht die Rakete nicht. Rakete sehe ich jetzt nicht. Ich war gerade ziemlich dumm. Ich habe da, damit ich das nicht anmale, habe ich was drüber gemacht, bin eben reingegangen, habe das Licht angemacht und dadurch, dass es so heiß wurde, ist es fast geschmolzen. Ich hatte richtig Glück. Es hat auf einmal da oben gedampft. Warte mal, jetzt muss ich das mal kurz mal ein bisschen mehr Licht testen. So. Boah. Sieht man? Es ist gut geworden. Ich muss zwar so oder so nochmal drüber streichen, weil ich die Ecken nicht mehr gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, die Ränder gehen so, ne? Und hier ist ein bisschen drüber gekommen. Ja, da gab es ein bisschen, aber die wird ja orange. Ja, das sieht man ja schon. Ja, da haben wir schon ein bisschen vorbereitet. Aber das ist ja Weltklasse. Da sieht man die Rakete, sieht man null. Wieso denn Rakete, das ist Team Grün? Ach so, nein, Revi hat eine Rakete mit dem... Eigentlich, die Wand sollte überhaupt nicht besprüht werden. Allerdings habe ich dann Revi so einen kleinen Prank gespielt und dann hat er auf einmal, Dummkopf wie er ist, die Wand voll gesprüht und da war halt eine Rakete. Nee, ja, ich kann's auch schon was denken. Ja, genau. Mensch, dass wir uns noch mal sehen, Izzy. Ich habe heute Morgen noch dein neues Video geguckt, wo du nach den UFO-Garnelen geguckt hast. Ja, stimmt, ja. Also, da war ja einiges los. Ja, ich habe das noch ein bisschen umstrukturiert alles. Ich bin das erste Mal mit dem Motorrad ins UFO gefahren. Ja, ich wollte gerade fragen, was ist denn da los? Ja, ich mach bald einen Motorradführerschein. Ernsthaft? Ja. Nee, Moment mal, du musst doch schon einen Motorradführerschein haben. Ich habe 125er. Ach so, das ist so eine kleine Maschine. Ja, und ja, scheiße, genau. Mein Akku ist fast alle. Falls das Video jetzt gleich abbricht, Leute, wisst ihr auf jeden Fall warum. Dann ist wahrscheinlich der Akku. Ja, aber krass. Was hast du denn jetzt hier vor? Ja, ich werde... Streichst du jetzt die zwei Wände? Ich werde die Wand streichen, die, und eigentlich möchte ich die auch noch blau streichen. Dann ist der nächste Plan, dass hier auf jeden Fall ein Schreibtisch hinkommt.
Als und ob. Ziehst du ins UFO ein? Ich zieh nicht ein, aber ich werde, zumindest möchte ich hier ganz gerne einen PC hinstellen, damit ich, wenn ich mal hier bin, auch ein bisschen was machen kann. Damit man so auch, weißt du, neue Konzepte, neue Formate, dass man hier, wenn man irgendwie Gaming macht, dass man da untereinander auch nochmal zeigen kann, wo der Frosch steht. Ja, ein paar Unboxings, ne? Ja, ein paar, ne, aber die meisten Sachen sind auch, viele, die Links hier, die gehören, glaube ich, auch zum Teil noch Freddy. Da muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen gucken, da habe ich einfach nicht ganz so die Idee. Gehört das auch alles dir hier? Nee, das gehört auch Smurf. Also mein Zimmer ist immer noch ein bisschen Müllhalde für andere. Bilderrahmen. Ja, ich weiß nicht warum. Also Izzy, ja. Wie geht's eigentlich meiner Garnele? Ich glaube gut. Oh, ich hab's abgeschlossen. Oh. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Momentan bin ich so selten hier. Okay. Und ich habe da ja gestern das Video zugemacht. Ja. Und ich habe dich noch nicht gefunden. Wir müssen jetzt mal gucken, ob du hast... Nicht, dass Peter so abgenibbelt ist. Ich habe auf jeden Fall Smurf gefunden, ich habe Felix gefunden. Okay. Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken. Also für die Leute, die vielleicht gerade nicht Bescheid wissen, Izzy ist unter die Aquaristika gegangen. Nicht nur im UFO, sondern auch zu Hause. Und das ist ja ein absoluter dicker Oschi, den du da zu Hause stehen krass. Hast. Es wird jetzt auch richtig krass langsam, weil jetzt die ganzen Fische reinkommen. Da kommen so viele Fische rein. Oh, das Licht ist aus. Oh, oh. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Es ist noch zu früh für Licht. Es ist alles richtig. Es läuft alles Ach so. Richtig hier. Man muss sich das auch mal angucken. Ich habe natürlich auch bei dir das ein oder andere Mal reingeschaltet. Und da war auf jeden Fall, also wenn du da alles verkabelt hast, sah professionell aus. Ich kann das nur mit dem Handy anmachen, wirklich. Was? Ja. Mit dem, was auch sonst? Ein Kippschalter wäre zu krass. Man macht das mittlerweile mit dem Handy an. Eigentlich mache ich das mal mit Sprachsteuerung, aber ich habe ja keine Sprachsteuerung. Deswegen. Es gibt Sprachsteuerung? Ja, mit Steckdosen eigentlich. Nur. Was geht denn ab? Ich hätte eigentlich gedacht, dass Aquarium so ein bisschen altbacken ist. Bist du je? Aber das ist ja Hightech-Wahnsinn. Ah! So. Pidisel! Hallo! Wo bist du? Also hier sind ganz viele blaue Garnelen, ganz, ganz viele. Oh ja, oh, die sind aber schnell. Bist du? Das frage ich mich auch. Ich geh mal auf die andere Seite. Oh. Also die haben ja auch gerade noch geschlafen, hast du ja gerade gesehen. Ach so! Gerade erst Licht angemacht. Also die schlafen die ganze Nacht, bis Licht an ist. Ach, keine Ahnung, was die für ein Live haben. Also ich sehe richtig, richtig viele blaue. Ja, aber ich war orange, ne? Du warst orange, ich sehe gerade kein einziges UFO-Mitglied. Oh, oh. Hallo. Bitte. Wie haben dir die Schlümpfe geschmeckt, Izzy? Hast du einen? Ja, danke schön. Stimmt. Ja, keine Ursache. Wir haben ja auch vorher schon zugelassen. Ich habe gestern bis 16 Uhr nur Schlümpfe gegessen. Ohne Scheiß. Das ist ungefähr das, was Thomas auch gesagt hat. Der hat die Kirschen auch einen Tag lang einfach weggezogen. Ein so ein komplettes Ding. Als ob, nein. Ja, doch, wirklich. In einem Tag das ganze Ding. Ja, ja. Das ist aber brutal. Ja. Das ist halt Thomas. Ist halt... Rivis Konsorten. Stimmt, der muss das irgendwie kompensieren, den ganzen Stress da, ne? Aber ich sehe echt gerade gar keinen. Ja, das, man nur blaue. Ja, die Blauen, wer sind die Blauen? Blauen sind die Zuschauer. Ah, ja, unglaublich. Alle Blauen. Da werden immer mehr Zuschauer. Die haben sich vermehrt ohne Ende. Die Abos wachsen, sag ich mal so, ne? Ja, da weiß man, wo der Frosch die Loggen hat. Hey, ich habe gestern noch so viele gesehen. Ich habe direkt Felix Sturmi gesehen. Ich habe noch die sind vielleicht da so oben drin. Ja, kann sein. Oder sind die meistens, ja, verstecken sich vielleicht einfach mal. Da kommt gerade Smurf auf jeden Fall aus der Ecke. Da ist er, hallo! So, der kommt da schon mal rausgekrochen. Ja, der hat natürlich auch, der möchte sich zeigen. Natürlich, ja. Jetzt so die Kamera an, das kommt er nicht raus. Da hat er direkt gesehen. Das ist kein Problem und da ist noch der... Ansonsten also kannst du dir ja nochmal die alten Videos angucken, da warst du ja drin. Ja, das stimmt, da gab's mich noch. Nein, also da, ich werde mich wahrscheinlich, ich bin ja auch ein scheuer Typ tatsächlich und ich werde mich wahrscheinlich irgendwo da... versteckt haben. Ich höre Revi schon wieder ein bisschen rumschreien. Also ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Denn das ist eigentlich immer ein super Zeichen. Er wollte eigentlich nur Gameplay aufnehmen. Leute, schaut bei Izzy vorbei, wenn ihr Bock auf Garnelen habt. Und was hast du mittlerweile in deinem Aquarium zu Hause? Sind auch dicke Fische, ne? Richtig viele Fische drin. Da kommen jetzt auch immer mehr. Also ich glaube, mittlerweile sind schon über 200 Tiere drin. Oder? 200 Tiere? Ja. Ist allein über 70 Garnelen, 80 Garnelen sind, glaube ich, drin. Und richtig viele Fische. Und bald kommt noch ein riesen Schwarm mit dazu. Ah, du hast wirklich ein fesches Leben, Alter. Riesen Aquarium, ja. 200 Fische und dann noch Motorradfahren. Wer weiß, was als nächstes kommt. Du kannst sie ja mal mitnehmen. Wen? Die Fische? Die Fische. Voll, ne? Ja, eigentlich möglich. In den Tank einfach. In den Tank. Nee, ich dachte, du nimmst so einen Bollerwagen, den hängst du da hinten dran und dann
Aquarium drauf, kann ja nicht so schwer. Wie viele Liter sind das? 400. Das sind 400 Liter. Wiegt 600 Kilo. Oder? Ja, das ist ja, also da machst du ja mehr Bizeps-Curl. Also dann sollte das ja kein Problem sein. Ich stelle mich jeden Morgen so. Ich zieh mal weiter, ich Izzy. Ich suche dich mal weiter, ne? Ja. Ich habe Felix noch gefunden. Oh, wo ist Felix? Komm, siehst du diese schwarz-weiße Garnele? Sieht man die auf der Kamera? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Nein. Also ich sehe sie auf jeden Fall. Hinten am Stein. Ja, dem geht's gut. Ich sag dir Bescheid, ne? Ja, kein Problem. Viel Spaß da drüben. Ja, danke schön. Das ist ja verrückt. Also ich muss sagen, die Wand gefällt mir echt gut. Also ich glaube, das könnte wirklich was werden. Das Licht darf ich auf gar keinen Fall mehr anmachen. Definitiv nicht. Das wäre beinahe echt in die Hose gegangen. Natürlich, klar, die Kanten sehen jetzt noch blöd aus. Aber an sich gefällt mir das richtig gut. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Weswegen ich eigentlich hier bin, ich wollte mit Revi ein bisschen was aufnehmen, also für seinen Chan Revi. So Leute, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also es ist alles ein bisschen... Hast du noch mal gestrichen? Was? Hast du noch mal gestrichen? Nein, ich muss doch jetzt sieht gleich man, los. Sieht man die Rakete noch? Nein, man sieht die Rakete nicht. Es ist einfach, ich hätte aber beinahe mein Zimmer abgefackelt. Was? Ja, mach nicht das Licht an, auf gar keinen Fall. Warum? Nicht, mach das Licht aus. Achso, oh. Nein, hör auf. Dann anfängt zu brennen, ja, ne? Ja. Alter, das war nämlich, du musst mal, guck das mal von oben an. Das ist komplett geschmolzen. Oh, shit, Alter. Und das innerhalb von so 2-3 Sekunden. Das wird so krank warm direkt. Ja, ja, instant. Also guck, die Rakete, die sieht man null. Wahnsinn, Alter. Ist wirklich gut. Also wenn ich da jetzt noch einmal komplett drüber gehe. Das ist aber auch sehr, also man muss sagen, was man will. Das ist sehr eben gestrichen tatsächlich. Das ja, natürlich war ich das. Ist klasse. Also Leute, das war's mit dem heutigen Vlog. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei Revi und Izzy vorbei. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.